Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Sven zockt Ukulele. Heute sind wir wieder im Glitzerfrost-Gletscher und wir gehen mal zu diesem beknackten Schloss, wo wir letztes Mal waren. Denn da gab es ja noch einiges zu holen, wenn ich mich recht entsinne. So, zack, zack, wir schweben mal hier rüber. Wow. Und, oh, irgendwas hat hier gerade geruckelt. Aber es scheint alles gut zu sein. So. Zackedi schnackedi, da hinten ist dieses grandiose Schloss. Hopp, hopp, wow. Huhu. Schubidu. Zack, zack. So. Hopp, hopp, da hinten geht es hoch. Jo. So, dann schlappern wir uns da jetzt mal schön hier. Warte mal, das kann ich einfach so fangen. Und dann wollte ich mir hier so ein bisschen Honig wegschlabbern, denn sonst kommen wir ja hier gar nicht hoch. Ohne Honig kommen wir hier nicht hoch. Ich hoffe, das war auch noch der Eingang. Ich habe das zumindest so im Gefühl, dass das irgendwie so war. Zack, zack. Und einfach durchziehen. Das hat letztes Mal immer ganz gut geklappt. Oh, nein, 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 nein. Das hat letztes Mal ganz gut geklappt. Aber knapp eigentlich. Ah, nein, bitte nicht. Ah, ja, das geht ja gut los hier. What the fuck? Mann, 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 Mann. Okay. Ja, cool. Erste Minute völlig umsonst gespielt. Aber es geht jetzt weiter. Ich frage mich, ob ich da hinten eigentlich schon drin war. Was ist das hier für eine Höhle? War ich da schon mal? Wir gucken mal. Wahrscheinlich komme ich jetzt hier rein und denkst du, ach so, das war das, aber... Ich habe es tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm. Ach so, da. Ja, okay. Siehst du, sag ich doch. Okay. Gut. Damit haben wir jetzt 2 Minuten voll, die ich verschwendet habe. Jetzt können wir langsam mal wieder einen Fortschritt erzielen. Auf geht's. Zack, zack, zack. Schlabofazzo und auf geht's. Hui, 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 hui. Jo, es ist sehr rutschig. So, ziehen wir das nochmal durch. Diesmal klappt es bestimmt. Siehst du, sag ich doch. Wieso wir das gerade verkackt haben, weiß ich nicht. Aber es wird jetzt bestimmt nicht nochmal passieren. So. Komm nochmal. Hol dir noch mehr Honig, komm. Na also. Hoa, hoa. So. Und hoch da. Die beiden haben wir gesagt, lassen wir für ein andermal. Jetzt müssen wir erstmal rin hier in die gute Stube. Zack. So, und dann mal gucken, wo wir noch nicht waren. Ich glaube, wir waren letztes Mal oben oder unten. Ich weiß es nicht mehr. Wir gehen mal hier gucken, ob mir das bekannt vorkommt. Das kommt mir bekannt vor. Wir gehen hierher. Wir gehen mal hierher. Halt, hier pfeift irgendwas. Das bedeutet, dass hier etwas ist. Und ich glaube, wir nehmen das hier. So. Wir haben das letztes Mal freigeschaltet, falls ihr euch erinnert. Da war ja der Ofen, dem kalt war. Den haben wir ja wieder entfrostet. Was sehr nett und sehr uneigennützig von uns war. Boah, ich sehe dich so richtig gut hier. Und dann rüber. Zack! Okay. Das war großartig. Jetzt gehen wir hierher. Okay. Und jetzt? Passiert hier irgendwas? Oder ist das hier nur dafür gewesen? Nee, da kommen wir so nicht hin. Ich denke mal, das ist ein Notausgang für irgendwas anderes. Dann waren wir, glaube ich, hier oben noch nicht. Ja, das sieht neu aus. Verzieh dich. Oh, oh. Verziehe er sich. Ach, verdammt. Wow. Und zack, bin ich schon weg. Da guckst du doof. Da guckst du doof, da bin ich schon weg. Zack, hierher. So, jetzt sind wir da, wo wir gerade waren, glaube ich. In diesem isometrischen Palast, genau.
Und da sind diese Bläser und die Blasen und lassen das dann wieder sein. Oh, 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 okay. Wir müssen da also schneller unterwegs sein und werden jetzt erst einmal kurz sterben. Okay, das ist ein bisschen blöd von der Ansicht her, finde ich. Aber das hat ganz gut geklappt. Mit ein bisschen Brutalität und Geschwindigkeit. Alles kein Thema. Hier ist wieder so eine lustige Hinweistafel. Was haben wir hier? Barrierefreies Wohnen mit Patrick Early, Treppen und Aufzüge. Wir schlagen Brücken. Okay. Barrierefreies Wohnen. Oh, hier ist, hier, wie ging das denn? Nee, hier, der. What the... Okay. Ist ja die alle kaputt kloppen? Achso, wir können ja hier zielen. Warte mal, wie war das denn noch mit dem Zielen? Wie war das denn? So? Nee. Irgendwo gab es doch hier auch so einen Zielknopf. Ich komme nicht mehr drauf. Welcher war das denn? Verdammt. Ich weiß, dass man zielen konnte, aber... Natürlich witzlos, wenn ich den Zielknopf vergessen habe hier. Wobei, wir machen es ganz schön gut dafür, dass ich nicht weiß, wie man zielt. Aber jetzt ist wieder die Zeit weg. Fuck. Okay. Dann können wir jetzt eben kurz raus, wo der Zielknopf war. Wo war der denn? Information Moves. Da. Ach, ich musste den Bewegungsknopf gedrückt halten. So. Achso, weil ich nichts habe. Hä? Okay. Wieso geht das nicht? Ha. Weil ich nichts zum Anvisieren habe? Ich habe keine Ahnung. Wir gucken mal. Stehen wir mal auf hier. Ach, weil das hier der isometrische Palast ist bestimmt. Na gut. Der Knopf ist richtig, aber es funktioniert gerade nicht so, wie wir das wollen. Wow. Nur noch die da oben treffen, das ist eigentlich gar nicht so unmöglich, würde ich sagen. Haha, easy. Zack, geht die Tür auf und wir gehen hier durch. Juhu. Der isometrische Palast, so ein Scheiß, ey. So, was haben wir hier? Ach, hier, da leuchten die im Dunkeln. Cool. Okay. Irgendwo glitzert doch hier ein Party. Oh, verdammt. Hallo, Party. Komm raus. Hallo, Entdecker. Ei, der Daus, ihr habt es aber weit gebracht. Das Spiel hat schon genug Wortspiele. Danke. Öffne deinen Käfig. Wir kommen dich holen. Nicht so schnell. Ein Party wie ich lässt sich nicht so einfach einsammeln. Wenn ihr euch würdig erfeisen wollt, müsst ihr erst mein Mega-Quiz knacken. Okay, aber deine Solariumbräune reicht bei weitem noch nicht für einen Showmaster aus. Gebt mir drei richtige Antworten in Folge, dann öffne ich den Käfig. Habt ihr das Zeug zum Sieger? Ja, haben wir. Hervorragend, willkommen bei meinem Mega-Quiz. Laut meinen Informationen kommt ihr den langen Weg aus der Schiffbruchbucht. Da ist es so herrlich grün überall. Wie viele Fackeln befinden sich in diesem Raum? Was weiß ich, 7? Toll geraten, nächste Frage. Wie viele Fässer sind in diesem Raum minus der Anzahl der Kisten? 2? Schon wieder toll geraten, gut gemacht. Nächste Frage. Ich bin gut, oder? Welches dieser Dinge befindet sich nicht in diesem Raum? Trousers, Hose, Schädel, verrückte Pflastersteine. Trousers, Hose? Moment, können wir diese Antwort gelten lassen? Ich frage kurz mal die Stimme in meinem Kopf. Okay, verstanden. Ich gebe das so an die Teilnehmer weiter. Snooker Whaley, ihr seid als Verlierer gekommen. Aber ihr geht als Gewinner. Gratuliere, ihr habt das Mega-Quiz gewonnen. Puh, das war jetzt aber ziemlich sicher das letzte Quiz in diesem Abenteuer. Bam, alles nur geraten, aber hat gereicht. Tada!
Okay, gibt es hier noch was außer diesem blöden Quiz? Mal hier so ein bisschen. Hier ist eine Fackel. Kann ich aber auch nicht anmachen, offensichtlich. Schädel. Aber nichts Spannendes mehr hier. Nee. Nee. Okay, dann gehen wir wohl wieder. Wow, das war aufregend. Geht so, ne? Aber wenigstens ein Party bekommen, endlich mal. Weil ich ja schon ganz gerne noch ein paar mehr hätte. Ein paar mehr dürften es schon noch sein. So, da sind wir gerade rüber. Nein, das war knapp. Wuhu. Und tschüss. Hau, he, hä, hä, hä. Okay, hier sind wir gerade hier hinten hergegangen. Ich glaube, wir waren hier vorne noch nicht. Gucken wir uns hier mal um. Okay, was ist hier schon wieder los? Oh, okay. Den muss man irgendwie bewegen. Ich weiß nur noch nicht, wohin. Da ist ein Party drin. Okay. Ich kann ihn nicht mehr wegbewegen. Doch, so. 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 Was nutzt das? Okay, ich habe noch nicht verstanden, was mit diesem Party ist. Wahrscheinlich muss ich erst eine Feuerblume finden oder so. Lass mich hoch. Da komme ich nicht, okay. Okay. Vielleicht muss ich den irgendwie da drauf. Komm, aber ich komme ja hier nicht aus der Ecke raus. Kann ich hier irgendwas reißen? Ne, da kommen wir auch nicht drauf. Okay, wir gehen mal einfach hier rein und gucken mal, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir den ja hinterher. Hier ist eine Eispflanze und da sind Knöpfe für die Eispflanze. Das klingt nach einer todsicheren Sache. Da, da, da. Oh, verdammt, ich dachte, ich hätte den jetzt ausgemacht. Kann man da rein? Nein, da kann man nicht rein. Wow. Wow. Okay, jetzt bin ich schwer und kann mich nicht wegblasen lassen. Was ziemlich cool ist erstmal. Versuch's doch, versuch's doch. Kanonakugel. Immer welche mitnehmen hier. Hoppa. Okay. Sieht nach einer langen Fahrt aus hier. Ah, egal. Oh, jetzt gibt's Wasser. Wasser, Wasser. Okay, und da muss ich schon loslöschen. Hopp, hopp. Lösch, lösch. Lösch, lösch. Jetzt müssen wir hier warten, oder was? Hopp, hopp. Ist da... Oh, oh, nein, 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 nein. Ist da auch was drin? Nee, da ist nichts in dem Loch. Schade. Okay, wie geht's weiter? Ah, da ist hier dieser Bombastomato. Hopp, komm her. Verdammt. Woho. Okay, was soll ich jetzt mit dem Bombastomato? Ich habe keine Ahnung, aber es ist sehr gemütlich hier. Ich habe schon deutlich schlimmere Fahrten hinter mich gebracht. Wow, what? Fuck. Oh, okay. Oh Gott, das artet in Arbeit aus. Da, 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 da. Wie nutzlos. Hätte man das irgendwie mal vorher gesehen. Ja, ich nähere mich auf jeden Fall dem Pfeifton. Das bedeutet, dass ich mich zu irgendeiner tollen Sache bewege. Herzlich willkommen bei Tolle Sachen. So, was los hier? Komm her. In dem Loch ist auch wieder nichts drin. Oh, ich höre ein Party. Da. So. Oh. Zack. Jetzt gehen wir mal hier noch rüber.
Ja, ich bin schon da. Hä? Hier ist alles... Okay, hier ist zu. Warum? Toxischer Schleim von Müllunternehmen Timothy Robbins. Ihr Müll ist unser Schatz. Okay, aber so komme ich ja trotzdem nicht hier weiter. Aber vielleicht kann ich da hinten ja gleich weiter und finde dann da irgendwas Großartiges. Oho. Ich bin echt zu faul zum Warten hier. Tüdelütü, doing. Ah, jetzt geht das da hinten auch auf. Na. Ja, super. Wer denkt sich denn so eine Kacke aus? Okay, dann wieder zurück. Da, 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 hopp. Hopp. Dieser Schwebetrick ist echt wunderbar. So, was gibt's denn hier Schönes? Eis. Ach, da war ich doch gerade. Das ist doch das, was ich gerade schon mal gemacht habe, oder? Oh. Ja, okay, das war dumm. Ah, das hier ist immer noch dumm. Aber warum soll ich jetzt nochmal das ganze Ding machen? Ah. Juhu! Oho, warum tue ich das? Egal. Ha, ha, ha. Jetzt chillen mal hier einfach eine Runde. Zumindest bis dieses... Oh, ja, genau. Bis das Gebläse alle ist, wollte ich gerade sagen. Ich komme da nicht durch. Ich brauche diese Kugeln. Ah, Kugel! Verdammt! Ah! Okay, das war dumm. Das war einfach nur dumm. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich gehe wieder zurück jetzt. Ich habe keine Lust auf den Blödsinn hier. So, gehen wir hier rüber. Es geht nämlich viel schneller. Zack. 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 Und mal gucken, was hier so ist. Da-dam! Oh. Das sieht auch nicht so toll aus hier. Ist das Wasser oder ist das Öl oder sowas? Das ist vor allem erstmal rutschig. Was passiert? Oh, okay. Okay, ich soll... Ah, okay. Ah, ich verstehe. Das ist wieder so ein Geschwindigkeitsrätsel. So, dadurch. Jetzt ist hier in die Mitte. Boah. Da brauche ich wieder das hier für. Ah, ich bin unter Wasser. Das in der Zeit schaffe. Vermutlich kommt das jetzt bei dem. Achso, und er ist wieder in die Mitte. Guck mal. Wo ist denn das jetzt? Da? Ach komm. So. Nee, das ist noch nicht da. Ach, ich muss erst in die Mitte. Jetzt da hinten. Wow. Jetzt wieder die Mitte. Und jetzt ist er da hinten hin. Och, komm, ey. Ich muss diesen Scheiß jetzt wieder 2, 3 Runden machen. Oh, Mann. Och Gott, das geht mir ja auf die Nüsse. Okay. Ja, ja. So, okay, dann. Ach komm, jetzt frisst du eine scheiß Kugel da. So. Zack. Zack. Feuer. Zack, wir sind schon mal deutlich schneller als gerade. Das ist beruhigend. Zack, wieder die Mitte. Zack, jetzt müssen wir hier hinten das Ding wieder kaputt kloppen. Zack, jetzt brauchen wir das Wasser. Jetzt frisst du Wasser. Da. So, wieder die Mitte. Zack, das Ding. Zack, das Ding. Wow, ist das behindert. Wer denkt sich so eine Kacke aus, ey? Na los, komm. Zack. 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 Boah, ich jetzt einfach eine Runde machen muss, dann raste ich aber aus. Och, Kinders. Na endlich. Juhu, die nächste Tür geht auf. Way. Ich hasse den isometrischen Palast. Ernsthaft, was soll das? So. Welchen Scheiß erwartet uns jetzt hier? Oh, hier ist so eine Kamera. Oh nein, und da kommen wir nicht durch.
weil wir den Trick nicht begriffen haben, schon letztes Mal nicht. Ah, vermutlich muss man irgendwie die Kamera treffen, kaputt machen, sonst was, aber es funktioniert nicht. Ich kann mich ja irgendwie nicht unsichtbar machen. Ah, fuck you. Okay, dann eben nicht. Ich glaube, da fehlt mir ein Trick, für den ich ja später bekomme. Toll. Das ist voll die Zeitverschwendung. Du hast den ganzen Rotz hier gemacht und du weißt genau, du kannst ihn irgendwann nochmal machen. Weil dieser Palast scheiße ist. Manometer. Hatten wir noch irgendeinen Weg, den wir vergessen haben eigentlich? Oder ist das hier the ultimate way of everything? Ich weiß es nicht mehr. Ah, das hier hätte ich ganz gerne noch geklärt gehabt. So eine Feuerblume fehlt mir noch. Gibt es hier keine Feuerblume abzustauben? Nee, ne? Hier vielleicht? Muss ja nur zwei, drei Felder damit gehen können. Dann reicht mir das ja. Ne, hier war auch keine Feuerblume. Das ist jetzt schon viel zu weit. So weit kommt er doch nie im Leben. Ne. Ne, ne. Wir können es versuchen, aber ne. So lange hält die nicht. So, auf geht's. Los, los, los. Kilometer machen, Kilometer machen. Go, go, go. Das wird nicht klappen, das wird nicht klappen. Aber man kann ja mal hoffen. Oh, das war sehr knapp. Geht doch. Oh, ich bin schon ziemlich schnell unterwegs, finde ich. Aber das reicht mir nicht. Ja, siehst du? Zack. Naja, egal. Es muss einen anderen Weg dafür geben. Wie komme ich denn hier weiter? Ja, der kommt auch nicht höher hier. Oh, warte mal. Ah, ich kann die Dinger hier kaputt kloppen. Ich muss nur rauskriegen, welche. Oh, alle blauen. Oh, fuck, das wird aber ein nerviger Weg. Aber egal. Oh, das war gut, das war normal. Oder auch nicht. Boah, ist das euer Ernst? Warum baut ihr solche Rätsel ein, ihr Behindis? Komm her. Und ich habe auch gesagt, bestimmt muss er das irgendwie auf dieses Heißluftding legen. Ich hatte recht, wie immer. Oder sagen wir mal, wie meistens. 98% der Fälle. Mehr hat nur Kim Jong-un. Zack. Yay. 26. So. Okay, dann war's das, glaube ich. Sind wir erstmal durch hier. Ah, haut ab, haut ab, haut ab. Ich will doch weg hier. So, danke. Wo bin ich hier? Ach, da bin ich. Hier war der Eingang, ne? Genau. Wie viele habe ich denn jetzt hier? 16. Habe ich 3 Stück bekommen bis jetzt. Also eine oder zwei hätte ich ganz gerne noch. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Ah, nein, 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 hier ist nicht der Ausgang. Obwohl, war ich hier oben? Hopp. Wir gucken uns mal hier oben nochmal um. Oder waren wir hier schon? Ich weiß es nicht. Ah, doch, hier waren wir. Hier waren wir, hier waren wir, hier waren wir. Hier waren wir, hier müssen wir gar nicht mehr hin. Oder gar noch eine Abbiegung? Wir gucken nochmal, komm. Viel mehr machen wir heute sowieso nicht mehr in dieser Folge. Wir werden feststellen, ob ich hier schon war. Ich weiß es ehrlich gesagt einfach nicht mehr. Ich glaube, hier war Rextro und dieses Ding, genau. Dextro Energie. Dann war hier irgendwo eine Tür aufgegangen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Da ist so eine Schatztruhe. Ja, ja, genau. Dann hatte man da die komischen Bomben bekommen. Und dann konnte man hier, zack, die Tür aufmachen. Willst du noch eine Tür zum Aufbomben? Nee, ne? Wäre schon ziemlich cool, wenn es da noch eine gäbe, aber nö. Nö, 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 nö.
So much luck haben wir nicht. Ja, ja, ich bin schon dabei. Uhuhu, aua. Erstmal schön ins Feuer gerollt, was soll's. Ach, hier war der Rotz. Ja, ich erinnere mich, hier waren wir. Okay, alles klar. Dann gehen wir wieder raus hier aus diesem isometrischen Palast. Ja, ich weiß nicht, ob ich den cool oder nervig finde, weil mir allein diese Ansicht geht mir echt tierisch auf die Nüsse immer. Und dass man hier nicht zielen kann und bla und blub, aber auf der anderen Seite bringt das eben auch neue Möglichkeiten und andere Möglichkeiten, was ich wiederum sehr cool fand. Naja. Einigen wir uns auf, der isometrische Palast hier ist abgehakt und dann bin ich auch ganz zufrieden damit. So, aber nichtsdestotrotz, ein, zwei Partys hätte ich ganz gerne noch, bevor ich in die nächste Welt gehe. Guck mal, da oben hoch, was ist denn da? So, da hinten ist das Kackdorf, da waren wir schon mal. Da waren wir auch schon mal. Aber irgendwo pfeift doch hier wieder was. Was meistens ein Hinweis darauf ist, dass hier irgendwo noch was Besonderes ist. Hier rutschen wir hier so runter. Ah, verdammt. Oh, da war es ziemlich laut. Habt ihr das gehört? Schade, dass ich jetzt hier runtergefallen bin. Da waren wir schon. Da war Trouser. Was ist denn das da hinten? Das sieht cool aus. Oder es sieht aus, als wenn ich da noch nicht war. Sagen wir es mal so. Cool wäre jetzt auch übertrieben. Und roll, 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 roll. Zack. Ah, okay, das ist schon so Kackviecher und noch mehr Kackviecher. Was bist du? Den hatten wir doch, oder? Manometer, die wilden Fahrer sind wieder da. Hörst du noch einer Fahrt? Nee, das hatten wir schon. Und dann war ich hier vielleicht doch schon. Dann war ich hier bestimmt doch schon. Das ist ja doof. Ja, der Knopf ist auch gedrückt. Dann war ich hier schon. Vielleicht können wir auch einfach in der nächsten Folge mal in die nächste Welt gehen und gucken, was da so ist. Ja, ja, hier waren wir schon. Definitiv, ich erinnere mich. Aber vielleicht können wir von da oben ja noch was anderes sehen. Fuck you. Ach. Meine Motivation lässt auch gerade so ein bisschen nach. Was ist denn das da oben? Ach, das ist die Höhle, von der man kommt. Das ist diese Starthöhle. Ist hier noch irgendwas unter Wasser vielleicht? Ich sag mal so, diese ganzen Viecher, die sind ja nicht nur aus Spaß hier. Irgendwas ist doch hier bestimmt noch zum Finden. Irgendwas hat da gerade gekichert. Irgendwelche kaputten Ruinen. Was heißt dieses Kichern? Das muss doch irgendwas bedeuten. Wer kichert denn hier? Ja, Luft ist geholt. Was kichert denn hier? Hihihi. Hör auf damit. Was ist denn da? Ne, da ist nichts. Na, hier kichert es auf jeden Fall leiser. Es ist auf jeden Fall... Oh, ernsthaft? Ha. Generell ist das Wasser ja auch nicht so Spaß hier. Was kichert denn hier? Hihihi. Ah, da ist ein Geist. Ich hab ihn gesehen. Ha, komm her. Geht doch. Ich wusste es. Seht ihr, ich bin doch nicht so blöd, wie ich aussehe. Zack. Pilz, noch dieser komische Agro-Geist. Den müssen wir auch noch irgendwo finden. Dann haben wir noch die Sache mit den komischen Schneemannhüten, die irgendwie noch seltsam ist. Und dann haben wir eigentlich auch alles, was mir so spontan einfällt, gemacht hier.
Ich überlege echt, ob ich nächste Folge schon in die nächste Welt gehe, weil echt, ich glaube, die verliert so langsam ihren Reiz. Ich habe das Gefühl, überall gewesen zu sein und habe doch nicht alles geschafft. Aber wie es gerade schon in diesem isometrischen Palast war, ne? Man musste dann wieder eine Fähigkeit aus der nächsten Welt haben und kommt dann sonst nicht weiter. Und es ist ja nett gemacht, dass man die alten Welten nochmal wiederfinden muss, aber naja. So, das habe ich auch noch nicht begriffen. Hier sind diese Kristalle, die bling, 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 bling machen. Aber ich kriege es nicht hin, die hier irgendwie zu aktivieren. Irgendwas müssen wir ja hier tun, damit die aktiviert werden, schätze ich. Aber was? Was muss ich hier tun? Vielleicht mit dem Feuer? Muss die erhitzen? Ja, ja, komm, geht weg. So, zuerst den in der Mitte, glaube ich. Ja, das haben wir schon mal ausprobiert, ne? Hm. Wofür ist denn das Feuer hier? Mit dem Patsch kann ich auch nicht sprechen. Das kann ja nicht nur sein, um die Gegner zu ärgern. Das wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich. Ha. Kann ich hier nochmal gucken? Mit der kann ich nichts anfangen, ne? Ein Windschuss hat dir deinen Hut genommen. Ja, von mir aus. Nee, da komme ich nicht durch. Da auch nicht. Da auch nicht. Genau, hier war der nächste Ausgang. Und da war der erste Ausgang. Genau. Hm. Guck mal, hier ist noch so ein Schneehaufen. Den könnte ich mit dem komischen LKW da nochmal wegfahren. Das machen wir jetzt nochmal. Und dann muss ich aber auch wirklich mal Schluss machen hier. Wo war denn hier der Ausgang zu dem Schneeauto? Bestimmt nicht hier, wetten. Wäre jetzt zu einfach. Ja, was habe ich gesagt? Das Schneeauto ist da hinten. Hi, ha, ha, hey. Bitte nicht ins Wasser fallen. Ihr schafft das nicht. Ihr schafft das nicht. So, hopp, hopp. Hoppedi hopp, der war da hinten irgendwo, oder? Die Octopussy, da ist sie. Hello, Octopussy. Ta-da-da-da. Zack. Oh, ich überziehe hier gerade voll, ich merke das schon. So. Auf geht's. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ja, 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 ja. Ich räume alles weg hier. So. Zack, ich musste die Höhle da. Na, 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 na. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Um nicht zu sagen, formidabel. So. Genau. Da war diese kristalline Höhle. Da war. Also, ich muss schon sagen, exquisite Arbeit. Jetzt seid so gut und bringt ihn mir zurück. Okay. Also, ich muss die Hüte tatsächlich wohl jedes Mal neu sammeln. Wo war denn jetzt hier der andere Schneehaufen? Ich habe doch hier irgendwie noch einen gesehen. Oder war das der eine? Ich hätte jetzt gedacht, hier wäre noch einer gewesen. Du bist der Falsche. Hm. Dann war das tatsächlich der eine. Ach, fuck. Hier komme ich, glaube ich, zum Start. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Eishaufen ist. Oh, guck mal. Toll. Ha, 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 ha. Ich muss echt jetzt die ganzen Schneemannhüte quasi direkt sammeln. Das ist ja voll nervig. Von hier komme ich doch gar nicht groß weiter, oder? Na, 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 hier hat unser Abenteuer begonnen. Ja, genau, das war doch das. Und das war's. Okay, gut, dann war's das jetzt auch für heute. Dann war's das jetzt auch für heute. Wir könnten nächstes Mal entweder nach den ganzen Hüten alle suchen mit diesem komischen Schneemoppe-Ding und versuchen doch noch irgendwie ein, zwei Dinger zu kriegen. Oder wir gehen einfach in die nächste Welt. Ich, das,
bevorzuge ich schon fast. Ja. Ich würde sagen, ich beende diese Folge, indem ich dieses Buch hier zuklappe. Obwohl, wer weiß, wo ich da lande. Ich bleib lieber hier. Gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Und, sage dann Tschö mit Ö, Ciao mit V, Tschüss mit Üs. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Sven zockt Ukulele und dann in der dritten Welt. Ich bin gespannt, was das nochmal war. Oder überhaupt war. Ich war ja noch nicht da. Naja, haut da rein. Tschö mit Ö, Ciao mit V und so weiter.